Hallo zu einer Reptil-TV Technikfolge. Heute möchte ich euch die Rex zeigen, wie man die aufbaut, wie man da am besten vorgeht. Gibt ja im Moment die zwei Größen. Das eine ist das Jungtier Junior Rex für kleine Schlangen und das andere für adulte Tiere, die großen Wannen, ne? Für adulte Königspython und Königspython Babys oder andere Tiere. Reckhaltung allgemein müsst ihr schauen. Es gibt Regionen, da ist es erlaubt, es gibt Regionen, da ist es sinnloserweise noch verboten. Da heißt, um Gottes Willen, die armen Schlangen im Reck. Definitiv Fakt, und das sagt auch das Gutachten witzigerweise aus. Ein Tier, das schlecht frisst oder ein Tier, das nicht eingewöhnt ist, darf man sogar laut Bundesgutachten vorübergehend im Reck halten. Also das gilt dann deutschlandweit. Hirnsinnigerweise, wenn es dem Tier dann gut geht, muss man es aus dem Reck, wo es sich dann erholt hat, wo es ans Fressen ging, plötzlich wieder im Terrarium halten. Macht also überhaupt keinen Sinn, ne? Das sagt ja dann aus, ab da, wo es dem Tier gut geht, könnt ihr es falsch halten, ne? Also völliger Stuss meiner Meinung nach. Das aber dazu müsst ihr bei euch abklären, dürft ihr die Tiere im Reck halten oder nicht. Zeige ich euch heute, wie gesagt, entweder Jungtier oder Adultrex. Ihr bekommt die Lieferung, je nachdem, was ihr bestellt habt. Also es gibt von einzelnen Etagen bis komplettes Rack, Plug and Play, kann man ja alles bestellen. Das erste Problem, was viele haben, sind die Wannen. Die kommen so ineinander, wie wir es jetzt hier sehen. Mehrere Wannen ineinander. Die saugen sich fest am Anfang, wenn ihr die kriegt. Ihr müsst die irgendwie auseinander bekommen. Am besten, wenn ihr hier ein wenig in die Mitte reingreift, mit den Daumen abstützt und dann gleich ein wenig mit Geduld hier zieht. Ne? Also zum einen ist gut, wenn Luft zwischen reinkommt, ne? Hier seitlich ein wenig drücken, dass Luft reinkommt, dann lässt das Vakuum nach und plötzlich auf einen Schlag gehen die raus. Ja? Also wenn ihr die bekommt und denkt, um Gottes Willen, die kleben so fest aneinander, ich schaff's nicht, wirklich drückt rein, habt gleich ein wenig Geduld, zieht hoch und plötzlich kommt das Teil. Da muss man nichts irgendwie mit Hilfsmittel oder sonstigem, die lassen sich wirklich voneinander lösen. Das als erster Schritt. Also nehmt ihr die Wannen raus, stellt sie einzeln nebeneinander hin und dann habt ihr das schon mal gelöst. Ich stelle sie jetzt mal hier auf die Seite, dass ich besser hantieren kann. Dann fangt ihr natürlich beim Aufbauen von unten an. Es gibt entweder gibt es ganz einfach die Füße. Wer das Reck nicht großartig durch die Gegend schiebt, dem würde ich einfach die Füße empfehlen. Zum einen ist es die günstigere Lösung und zum anderen steht das Ding dann sicher am Boden. Wer es gerne schieben will, sei es zum Reinigen oder zum Umstellen, man kann das Ganze auch mit Räder bestellen, der nimmt das Ganze dann mit Räder. Je nach Reck, entweder habe ich Juvenil oder das ist das Jungtierreck. Da habe ich insgesamt 9 Füße. Beim adulten Reck, die großen Wannen, da habe ich 7 Füße. Und genau das gleiche auch mit den Abschlussteilen. 7 beziehungsweise 9. Man sieht es an den Bohrungen, wo ich es reinmachen muss. Bei den Jungtieren, da dienen ja die hinteren Füße als Anschlag, also sind sie ein bisschen in die Mitte versetzt. Bei den adulten Rex sind die Füße ganz außen. Erklärt sich beim Aufbauen eigentlich von alleine, wo ich die anfangen muss. Ne? Wie gesagt, ich fange am leichtesten von unten an. Ich stelle die Wannen jetzt auch mal weg zur Seite, dass ich ein wenig Platz habe. Ich fange von unten an, nehme meine erste Lage. Mach die Füße jetzt hier rein. 1, 2, 3. Rundrum 7 Stück. Dann in dem Fall hier die hohen Stangen für die, ich baue jetzt hier ein adultes Reck auf. Wird einfach draufgeschraubt. Ihr braucht da kein Werkzeug, kein gar nichts zur Hilfe. Das wird wirklich nur so fest angeschraubt, wie es von Hand geht. Ne? Einfach so hinschrauben, fertig. Das Ganze einmal rundrum. Mache ich vielleicht gerade hier vorne noch eins zum Verdeutlichen.
So, in dem Fall, wie gesagt, das Adultrec. Hier vorne wird die Wanne eingeschoben. Hier hinten ist der Anschlag. Machen wir auch noch kurz fest. Trotz alledem, glaube ich, mache ich alle Lagen durch. Jetzt habe ich hier ein So, hier unten hatte ich die Heizmatten eigentlich hingerichtet. Je nach Raumtemperatur gibt es verschiedene Heizmatten. Standardmäßig sind die 28 Watt dabei. Das Ganze gibt es auch mit knapp 60 Watt. Je nach Raumtemperatur, die ihr habt. Nochmal generell zu den Racks, das habe ich oder sage ich jedes Mal wieder. Ihr könnt das Rack nicht in den 20 Grad kalten Raum stellen. Da ist zu kalt für die Tiere. Ne? Die einzelnen Wannen, da zieht es ja mehr oder weniger überall rein. Die haben Lüftungslöcher. Wenn der Raum wirklich nur 20 Grad hat, bekommt ihr kein Klima da drin hin. Ihr braucht einen Terrarienraum mit 24, 25 Grad. Wollt ihr das Rack wirklich in einem Wohnzimmer oder in einem kühlen Raum verwenden, dann müsst ihr es entweder nochmal in einen Schrank reinstellen, ne? Also irgendwas drumherum bauen, das die Wärme in sich hält. Oder man kann es gegebenenfalls auch abdecken. Wir sind gerade dabei, solche wie so kleine Stoffkästen oder kleine Zelte zu machen, wo man außen rum machen kann, die Temperatur drin halten. Dann ist es auch in Ordnung. Aber nur einfach in den kühlen Raum stellen, bekommt ihr einfach kein anständiges Klima da drin hin. Dann je nachdem, wie viel Watt die Heizmatte haben soll. Die Heizmatte, also ich empfehle eigentlich immer von unten gegen den Deckel kleben. Ne? Ihr tut jetzt oder ihr würdet jetzt die nächste Lage aufsetzen. Hier fehlen mir jetzt noch zwei Füße. Natürlich die Füße auch mit anbringen, aber jetzt einfach der Einfachheit halber. Wie gesagt, ich empfehle, die Matte von oben hin zu machen. Das sind so selbstklebende Heizmatten, klebt man von oben dagegen. Allerdings, dieser Kleber, wenn er warm wird, der löst sich mit der Zeit schon. Am besten das Ganze nochmal mit Klebeband oder am besten sogar dieses Panzertape, ne, oder so Faserband nochmal fixieren, damit die Matte wirklich gut von oben dagegen klebt. Ihr könnt sie auch von unten anbringen, habt das insgesamt wenn leichter, klebt sie einfach auf den Boden, die Wanne schiebt drüber. Meiner Meinung nach nicht ganz so empfehlenswert, weil unten drin in der Wanne habt ihr Streu, dann kommt die Wärme nicht so gut rein. Müsst aber mal für euch ausprobieren, ob ihr besser unten oder oben anfangt. Ist ein bisschen Ermessenssache, wie gut sich die Wärme verteilt. Probiert es am besten einfach aus. Also die Matte ist fixiert. Dann die meisten werden einen Thermostat verwenden, würde ich euch auch empfehlen. Nochmal ganz kurz, die Heizmatte wird ja von hinten eingeschoben. Also hier ist ja hinten, da ist der Anschlag. Also schiebe ich auch hier die Heizmatte an, damit ich Kabel und so weiter alles hinten habe. Das gleiche mache ich mit dem Thermostat. Den Fühler vom Thermostat tue ich hier oben einführen. Ich würde euch oder ich empfehle euch, den Fühler irgendwo in die Mitte zu machen. Letztendlich wird es natürlich schon so sein in einem Rack. Die oberen sind immer ein bisschen wärmer wie die unteren. Das ist klar, die Wärme steigt auf, das lässt sich nie vermeiden. Ich glaube, man hat auch Tiere, die man lieber wegen wärmer hält. Oder die Männchen kann man weiter unten halten. So kann man das wegen clever lösen.
Und den Thermostat mittig anbringen, ne, macht er unten rein, fixiert ihn hier ebenfalls mit Klebeband und fixiert ihn hier circa in der Mitte von der Wanne oder im hinteren Drittel ebenfalls mit Klebeband. Da sind zwar so Sauger dabei, aber das hält eh nicht lang. Also macht es schön mit Klebeband fest, wirklich flächig, dass der Thermostat dann sozusagen so in die obere Reckwanne reinhängt. Beim Rausziehen natürlich aufpassen, beziehungsweise umso weiter ihr den vorhängt, umso weiter könnt ihr die Wanne rausziehen, ohne dass der Thermostat hier abgerissen wird. Wenn ihr die Wanne ganz rausnehmt, dann passt natürlich auf den Thermostat, dass er den nicht abreißen tut. Ja. Dann habt ihr hier die Steuerung von diesem Rack einwandfrei. Oben als Abschlussstopfen habt ihr dann die hier. Macht da drauf, also das ist jetzt hier nur eine Etage, beziehungsweise ihr seht unten das Juvenil-Rack mit mehreren Etagen, kommen die Abschlusspfropfen hier drauf, ebenfalls handfest anziehen, so wie die anderen. Und dann ist das Rack von unten nach oben fertig gebaut. Von der Höhe her, ihr könnt theoretisch so hoch gehen, wie ihr wollt. Ich würde euch nicht empfehlen, über Kopf zu arbeiten, weil man einfach nicht mehr gut reinsieht. Meiner Meinung nach, man muss in jedes Terrarium leicht reinsehen können, sonst lässt man es ein bisschen, oder sonst, wie soll ich sagen, sonst achtet man einfach nicht so gut auf die Terrarien, die zu hoch sind, die ich nicht laufend sehe. Deswegen würde ich es maximal in Augenhöhe aufbauen, das Rack. Umso höher ihr geht, irgendwann schwankt die ganze Sache natürlich, ne? Das steht auf dem Pfosten. Ich kann es dann hier mit so einem Winkel, kann ich das noch ganz einfach an der Wand befestigen. Bei dem Adult-Rack schiebe ich ja von vornherein, also mache ich es hier an der Wand fest. Wenn ich das Juvenil-Rack habe, was ich hier drunter stehen habe, mache ich es hier an der Rückwand fest, weil ich ja von vorne hantiere. Dann seid ihr sicher, dass das Rack auch wirklich felsenfest fixiert ist oder dasteht. Muss nicht sein, wenn das Ding leicht in sich bewegt, ist eigentlich auch egal, aber ist wahrscheinlich die galantere Methode, wenn ich es da befestige. Thermometer noch, je nach Umfang, was ihr bestellt habt, ist ein Thermometer dabei. Bei dem Fühler gilt das gleiche wie bei dem Thermostat. Entweder von hinten einführen, möglichst weit, oder ich kann es auch seitlich oben in der Wanne, es ist ja immer ein gewisser Spalt zwischen Holz und Wanne, kann ich es auch seitlich einführen. Das hält das Kabel aus, dass wenn ich die Wanne rein und raus ziehe, gleitet es über das Kabel hinweg. Kann man dann den Fühler so einführen ins Terrarium. Soweit zum Aufbau von dem Rack. Wie gesagt, ganz klar von unten nach oben anfangen, auch beim Aufbauen. Ne? Der Fuß mit dem Pfropfen raus, beziehungsweise das Rädchen muss unten sein und da stapel ich Stück für Stück drauf. Bei den Wannen auseinanderziehen, gleich wenn Geduld haben, das sind eigentlich so die wichtigsten Punkte. Stück für Stück das Ding hochbauen und dann habt ihr perfektes Schlangenreck, wo die Zucht bestimmt 100%ig klappt.